ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute ist Weihnachten und ich dachte mir, ich filme ein bisschen mit. Also ich werde ein paar Impressionen einblenden und euch erzählen, wie bei uns Weihnachten so abläuft. Dieses Jahr, ich glaube, dieses Jahr ist es bei jedem anders. Ich habe mich gestern testen lassen. Ich bin negativ. Meine ganze Familie ist auch negativ, Gott sei Dank. Und Jakob war jetzt gerade testen. Der wartet jetzt noch auf sein Ergebnis. Und jetzt frühstücken wir mal. Da, geh noch ein bisschen nach links. Links. Ja, jetzt bist du in der Mitte. Und ready? Ja, ready. So? Mhm. So, Jakob und ich haben jetzt gerade ein paar Weihnachtsfotos gemacht. Weil wir irgendwie sind wir heute echt früh aufgestanden und deswegen hatten wir jetzt noch ein bisschen Zeit. Ich habe seit ewigen Zeiten wieder mal so einen roten Lippenstift drauf, weil ich bei dem Gewinnspiel von der Sonny Loops mitmachen wollte. Ich weiß nicht, ob inwiefern die Fotos gut geworden sind, aber ich fand die Idee richtig, richtig cool von ihr und ich wollte eigentlich schon immer mitmachen, aber irgendwie ist die Zeit so verflogen und es war dann so viel in der Uni zu tun, dass da gar nicht so viel Zeit war. Aber ich schaue mir jetzt die Fotos an und dann räume ich alles auf und dann ziehe ich mich um. Ich habe mir jetzt übrigens auch Locken gemacht. Und irgendwie finde ich, dass mit dem Lippenstift meine Haare richtig braun aussehen. Deswegen mache ich den jetzt wieder weg. Jetzt nach Hause. Das Wetter ist regnerisch, aber ich mag es voll. Also besser als schönes Wetter, muss ich sagen, weil man kann heute eh nichts machen und deswegen ist es ganz gemütlich, wenn es ein bisschen regnerischer ist. Ich fahre jetzt zu meiner Schwester, da gibt es ein Mittagessen. Ich bin hier und freue mich schon, alle zu sehen. Kennt ihr ihn noch? Hi! Ich sitze gerade in meinem alten Zimmer, was ein bisschen umgestellt ist. Und wir haben jetzt gegessen und jetzt ist es Viertel vor drei. Es sind gerade ein paar Eislaufen gefahren. Meine Mutter und ich werden jetzt nachfahren. Und ich bin gerade dabei, auf dem iPad was zu zeichnen. Ich bin gerade richtig obsessed mit sowas. So um fünf gibt es dann die Bescherung für die Kinder. Und ich habe diese Patschen noch vergessen. Die würde ich eigentlich mitnehmen. Das sind alles meine Geschenke, die ich jetzt aufbereitet habe. Und das ist für meine Oma und das sind die Geschenke für die Kinder. Aber das sind nicht von mir, sondern von meiner Mutter. Oder? Sind die von dir? Mhm. Und das sind meine Geschenke für die Kinder, also nur eine Kleinigkeit. Thank you.
Es ist immer noch Weihnachten, also es ist immer noch der 24. Es ist schon so spät. Es ist 23.47 Uhr. Und ich bin extrem müde. Und wie ihr sehen könnt, bin ich nicht zu Hause. Ich bin nämlich in meinem alten Zimmer. Und ich werde auch hier schlafen, weil der Jakob dem geht es nicht so gut. Und der schlaft jetzt bei seinen Eltern. Deswegen schlafe ich jetzt auch hier, weil irgendwie mag ich nicht heute alleine schlafen. Meine Mutter hat hier so ein Gästezimmer eingerichtet. Schreibt gerne mal, ob ihr schon dabei seid, also kennt ihr die Vlogs in dem Zimmer. Ist jetzt auch nicht so lange her, aber würde mich auch interessieren. Ich zeige euch, was ich bekommen habe. Mein Make-up ist komplett verschmiert, aber ich gehe mich jetzt eh gleich abschminken und so weiter. Okay. Das ist nicht das beste Stativ. Wir haben hier gewichtelt mit der Familie. Und meine Schwester hat mich gezogen. Das ist das erste Jahr, dass meine Schwester mich gezogen hat. Ich habe mich auch mega gefreut. Ich zeige euch, was ich bekommen habe von ihr. Und zwar habe ich einmal, also das hat meine Schwester letztes Jahr auch gemacht und ich liebe den einfach. Das ist selbst gemacht, Zitrone, Ingwer und Honig. Und es ist so gut, wenn man das in heißes Wasser gibt. Genau, da hat sie mir eine riesige Kanne voll gemacht. Dann ein Makramee. Das finde ich auch richtig, richtig süß. Das habe ich mir auch gewünscht. Also gewünscht, ich habe es nie geäußert. Aber ich wollte das schon immer mal haben. Deswegen freue ich mich da extrem drüber. Ich stelle euch mal woanders ab. Dann noch ein Makramee. Da kann man so eine Pflanze reinhängen. Also da kann man hier so eine Pflanze reinhängen. Das ist so ein herunterhängendes Makramee. Dann ganz, ganz viele Gesichtsmasken. Ich liebe Gesichtsmasken. Und das Buch hier. Das ist einer meiner Lieblingsautoren, John Strelacki. Ich habe da ganz, ganz viele Bücher schon von ihm gelesen. Deswegen freue ich mich da sehr darauf, das Buch zu lesen. Genau, das waren die Geschenke. Und noch so ein Bild. Darüber habe ich mich auch sehr gefreut. Ich glaube, ich muss mich jetzt ganz dringend abschminken gehen. Das werde ich jetzt auch machen. Und kennt ihr mein altes Bad noch, wo immer das Licht geflackert hat? Hier ist es wieder. Jetzt geht's wieder. Aber ja, es gibt gerade richtige Flashbacks. Ich muss sagen, ich finde es gar nicht komisch, irgendwie jetzt hier zu sein und wieder hier zu schlafen. Ich freue mich irgendwie drauf und werde mich jetzt abschminken. Ich habe hier meine Tasche dabei. Wieder zu Hause und ich war jetzt ganz kurz bei Jakobs Familie und sie haben mir auch was geschenkt zum Geburtstag und zu Weihnachten zusammen und das wollte ich euch auch noch schnell zeigen. Jakobs Geschenk habe ich euch auch noch gar nicht gezeigt, fällt mir gerade ein. Also ich habe einerseits, also das ist jetzt Geburtstag und Weihnachten zusammen und zwar habe ich einmal hier so einen Gutschein für eine Ray-Ban Brille bekommen und genau. Und da war diese Brille drinnen quasi als Symbol, dass ich eine Ray-Ban-Brille bekomme. Und dann geht es weiter. Und dann habe ich ganz viele Sachen vom Kiels bekommen. Ich glaube, das ist jetzt das dritte Jahr, wo mir seine Eltern und sein Bruder, also seine Familie, Sachen vom Kiels schenken. Und ich liebe die Sachen einfach. Also ich benutze die wirklich das ganze Jahr. Wenn ihr meine Videos verfolgt, dann wisst ihr das, dass ich immer die Sachen benutze. Einmal so einen Daily Cleanser. Dann ein Toner, eine Maske, glaube ich, ist das. Oh nein, das ist so eine kleine Probe für den Daily Cleanser. Das finde ich mega cool zum Reißen. Dann so ein, also eine Body Lotion. Und das hier ist Ultra Facial Cleanser. Ich glaube, das ist eine Creme. Jakob und ich sind gerade beim Aufräumen. Ich habe gerade meinen Schminktisch ausgemistet. Ich zeige euch den mal. Ich habe da jetzt weniger stehen und hier die Schubladen. Ich finde, es ist richtig schwierig, den schön einzurichten, aber hier habe ich meine ganzen Paletten. Hier habe ich alle Stifte, das heißt alles aussortiert. Und hier habe ich so meine Highlighter und Blushes und hier habe ich das, was ich jeden Tag benutze. Die sind mega praktisch, weil da gehe ich einfach immer drüber mit dem Tuch und dann, weil das mit dem Glas, das schmiert irgendwann mal und da sieht man alle Drucker und ja. Deswegen bin ich jetzt mal froh. Hier habe ich auch alles weg, den Adventkalender ist weg und da müssen wir dann saugen. Es schneit. Seht ihr das? Wir gehen jetzt spazieren. Es schneit nämlich extrem draußen. Wir machen jetzt einen kleinen Winterspaziergang. So, ich bin jetzt auf dem Weg zu meinen Großeltern.
Also wir machen immer am ersten Weihnachtstag dann noch Kaffee und Kuchen bei meinen Großeltern. Und wir haben aber dieses Mal nur die engste Familie. Normalerweise kommen meine Cousins auch und mein Onkel. Aber dieses Jahr nur meine Geschwister und ich. Wir essen jetzt noch die Reste von gestern. Ist jetzt nicht schön angerichtet, aber Blaukraut, Kroketten, das ist veganes Fleisch, Fleischersatz und ein Knödel. Und wir schauen jetzt nebenbei einen Disney-Film und zwar Soul. Ich war duschen, habe meine Haare gewaschen, wir haben einen Film geschaut, ich glaube, das habe ich euch eh schon gezeigt. Wir haben Soul geschaut, der Film war richtig, richtig gut. Und Jakob und ich haben eine Abmachung getroffen. Und zwar haben wir jetzt so ein paar Regeln gemacht, die wir versuchen beide einzuhalten. Und zwar, dass wir uns beide vor dem Schlafen gehen nochmal wirklich 10 Minuten nehmen und alles aufräumen. Das kennt ihr ja auch schon von mir, das sage ich öfter. Aber ich möchte das jetzt so als Ritual machen, zum Schlafen gehen. Also wirklich 10 Minuten vor dem Schlafen gehen, einfach aufräumen. Und dass wir die Schuhe sofort einräumen, war auch noch ein Punkt. Und dass wir die Kommode da außen immer sauber halten. Das waren unsere drei Abmachungen. Und jetzt starten die 10 Minuten und wir schauen, was wir jetzt alles schaffen. Also wir haben heute schon aufgeräumt, aber es liegt immer noch ein bisschen was herum und das werden wir jetzt machen. Hallo und guten Morgen. Heute ist der zweite Weihnachtstag. Ich habe den ganzen Vormittag genützt, um mein Video zu schneiden, was ihr jetzt gerade angeschaut habt. Ich versuche gerade ein bisschen aufwendiger zu schneiden. Also ich bin gerade ein bisschen dabei, mir Sachen beizubringen und ja, deswegen habe ich das ein bisschen länger gebraucht. Es ist jetzt bald 12 Uhr, aber ich hoffe, ihr hattet ein mega schönes Weihnachtsfest mit eurer Familie. Konntet ein bisschen abschalten, vielleicht ein bisschen euren Stress vergessen und etwas runterkommen. Ich wollte euch noch das Geschenk vom Jakob zeigen. Und zwar habe ich vom Jakob eine Kameratasche bekommen. Da passen beide meine Kameras rein. Finde ich richtig, richtig cool. Das habe ich noch vergessen, euch zu zeigen. Und genau, das war es jetzt auch mit Weihnachten wieder für dieses Jahr. Ich hoffe, ihr seid auch mit den nächsten Videos mit dabei. Folgt mir gerne auf Instagram, da könnt ihr mir immer schreiben. Folgt mir, falls ihr mir auf YouTube noch nicht folgt, folgt mir da auch gerne. Es kommen jetzt ganz, ganz viele coole Videos, auch ein bisschen mehr mit iPad integriert. Da bin ich auch gerade dabei, mir Sachen beizubringen und kommen auf jeden Fall weiter, jetzt wo ich ein bisschen mehr Zeit habe. Und ja, ich würde sagen, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat dieser Vlog gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bye!